jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt schießt er. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Es gibt Ecke. So, Ecke kommt. Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten sie mehr draus machen können. Maximilian Welzmüller. Daniel Stanese. Jetzt müssen sie aufpassen. Das macht er gut. Jetzt die Flanke. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Kubilanski. Da kann er ihn stoppen. Traut. Sebastian Vassiliadis. Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Die Ecke kommt rein. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Kubilanski. Das könnte die Chance werden. Das muss der Ausgleich sein. Matthias Moris. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Traut. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Danilo Wiebe. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Flanke jetzt. Michele Rizzi. Kubilanski. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Hereingabe. Sebastian Vassiliadis. Philipp Hofmann. Das könnte eine Gelegenheit werden. Maximilian Welzmüller. Traut. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Matthias Moris. Die Mitspieler bieten sich an. Wird das jetzt gefährlich? Jetzt haben sie den Ball verloren. Fairer Einsatz hier. Gerrit Wildkamp. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Daniel Stanese. Jeroen Alhazameh. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt vielleicht. Der geht nicht rein. Super Chance. Was für eine Szene. Michele Rizzi. Er übernimmt jetzt Verantwortung. Lässt sich weit zurückfallen, fordert den Ball. Tore Jakobsen. Sie kommen über den Flügel. So, was machen Sie draus? Hereingabe. Da können Sie erstmal klären.
gibt's jetzt die Gelegenheit. Er schießt. Der Ausgleich. Jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Sie schaffen den Ausgleich. Alles wieder offen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Maximilian Welzmüller. Thomas Geier. Matthias Morris. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Gerrit Wegkamp. Jeroen Alhazameh. Das könnte gefährlich werden. Gerrit Wegkamp. Sebastian Vassiliadis. Jetzt die Flanke. Den hält er sicher. Gar kein Problem. Harmlos, dieser Kopfball. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Wird das seine Torchance? Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Matthias Morris. Sebastian Vassiliadis. Flagge kommt so hoch, das war nix. Nach 45 Minuten steht es hier. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Tore Jakobsen. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt die Möglichkeit. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Oh, macht er den abgezockt, Bushi. Ja, er passt da klasse auf und geht dann genau im richtigen Moment hin. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Hier ist noch alles drin. Daniel Stanese. Weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Tore Jakobsen. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Maximilian Welzmüller. Matthias Morris. Und das ist der Ballverlust. Sucht die Lücke. Gerrit Wegkamp. Den hält er völlig ohne Probleme. Fängt diesen Ball ab. Danilo Wiebe. Michele Rizzi. Das könnte die Chance werden. Kowalski. Wieder das Tor. Offensiv sind sie einfach eine Klasse für sich. Herr Wolf, da hat keine Abwehr ein Mittel dagegen. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack.
Hier nochmal dieser Treffer. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Wenn Sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. 3-1 heißt es also jetzt. Ballverlust. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gutes Tackling. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da kommt der Pass. Das sieht gut aus. Das könnte es sein. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Kobylanski. Das könnte gefährlich werden. Und jetzt die Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Daniel Stanese. Michele Rizzi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Klasse Zuspiel. Jetzt vielleicht. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore. Eine Weltklasseleistung. Der ist heute richtig gut drauf, Buschi. Eine überragende Leistung. Schon sein 3. Treffer. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Thomas Geier. Thorsten Schulz. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Das macht er gut. Kobylanski. Super dazwischen gegangen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Kobylanski. Und da ist der Ball wieder weg. Jeroen Alhazameh. Pass auf die Außenbahn. Da gewinnt er den Zweikampf. Thomas Geier. Thorsten Schulz. Einwurf. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Jetzt ist es soweit. Unter dem begeisterten Beifall der Zuschauer geht er vom Platz. Tolle Partie von ihm heute. Sehe ich genauso, Wolf. Das war Weltklasse, was er da heute gespielt hat. Spieler des Spiels. Tobias Rühle. Fabian Menich. Schönes Zuspiel. Da kommt der Pass auf außen. Weg ist der Ball.
Jetzt ist die Kugel weg. Thorsten Schulz mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da kommt die Flanke. Oh, klasse, Kopfball. Aber kein Tor, mein Gott, war das knapp. Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Jetzt wird's gefährlich. Danilo Wiebe. Torben Rehfeld. Der Ball ist... Geht er rein? Klar, dass sie hier den Rückstand verkürzen wollen, aber dann müssen sie solche Dinger besser nutzen. Spielt den Ball direkt zurück. Yeron Alhazameh. Kobylanski. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da kommt der Schuss. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Danilo Wiebe. Das könnte gefährlich werden. Gerrit Wegkamp. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ballverlust. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Sie gewinnen trotz oder wegen weniger Ballbesitz. Ja, Wolf, weißt du genauso wie ich, das sagt nicht immer unbedingt etwas aus. Ohne zündende Idee bringt dir 90% Ballbesitz nichts. Stürmer vorne, dahinter 2 Viererketten, klassisches 4-4-2 würde ich sagen.